Also die Idee des Fotos ist, dass ich mit Licht ein Kleid forme, ein Tuch, ein leuchtendes Tuch habe, mit dem ich ein Modell umhüllen kann. Ich habe das mit LED-Leuchten versucht, die flackerten, aber ich brauche selbstleuchtende Rohre. Ich habe hier Aluminiumrohre aufgehängt, die ich mit Neonfarbe angemalt habe und über eine UV-Lampe hier zum Leuchten bringe, wenn ich das normale Raumlicht ausmache. Und durch Bewegung erzeuge ich so transparentes Licht. Und das geht nur 1-2 Sekunden lang. Das wird man im Video nicht sehen, sondern das sieht man erst auf dem Foto, wo ich halt eine Langzeitbelichtung machen kann. Und das Model muss dann ganz fest stehen und hoffen, dass hier nichts zusammenkracht. Und in der Zeit bewegen sich hier diese Rohre um erzeugen so Lichtschlieren. Das ist die Idee dabei. Da habe ich einen Riesenaufwand gehabt hier mit diesem Aufbau, mit diesen Rohren, mit den Farbe finden, UV-Lampen zu suchen. Ich mache mal das große Licht aus, dann sieht man so ein bisschen, wie das wirken könnte. Und da kommt das Model rein und ich bewege dann diese Lampen. Also den Schliereffekt, den sieht man nur auf dem Foto, weil das Licht sammeln kann über 1-2 Sekunden. Im Video geht das ein bisschen unter.